Jetzt will er es wissen hier, jetzt will er es wissen. Der Andi, wer ihn noch nicht kennt, Andreas Pürzel, Intelligent Strength, smartes Training, hat mit seinem Bruder zusammen für Gym 80 Geräte weiterentwickelt. Erzähl doch mal eben. Du kannst dich gerne mal dazustellen. Genau, wir haben hier unsere No-Bullshit, pure Kraftlinie, an der wir jetzt 2 Jahre lang gearbeitet haben. Wir haben immer wieder Prototypen konstruiert, die immer wieder verändert und haben jetzt seit 2 Tagen hier das perfekte Gerät stehen, auf dem man perfekt Muskelmasse aufbauen kann. Alex, ein paar Worte dazu. Ja, wir sind noch immer, man muss schon sagen, Geräte sind, wir sind noch immer im Improving-Prozess dabei, das heißt, wir erzeugen auch immer neue Geräte. Der Prozess dauert logischerweise, wie du gesagt hast, sehr, sehr, sehr lange, weil wir mit nichts zufrieden sind, außer es ist wirklich optimal. Und das dauert bei uns zwei leider enorm lange, ja, weil wir mit kaum was zufrieden sind. Genau, man muss diese Geräte einfach in der Praxis durchtesten und genau das machen wir jetzt mit dir. Die Besonderheiten sind folgende. Erstens einmal, wir haben bei allen Geräten eine Einstiegshilfe. Bedeutet, du brauchst nicht von null unten starten, sondern du kannst mit dieser Einstiegshilfe die Griffe nach oben befördern. Ja, das ist noch ein bisschen strenger. Jetzt kannst du deinen Körper perfekt positionieren und kannst mit einer kleinen exzentrischen Phase beginnen und dann nach oben drücken. Wir haben hier die Incline Chest Press. Der zweite Punkt ist, durch die leicht konvergierenden Bewegungs- oder Drehachsen hast du unten, wenn du runtergehst, eine sehr starke Vordehnung in der Brustmuskulatur. Die Griffe gehen auseinander und oben aktiv zusammen. Maximale Dehnung, maximale Verkürzung, maximaler Muskelaufbau, Baby. Dann die Widerstandskurve, du machst einfach weiter, die Widerstandskurve ist so eingestellt, dass es oben dementsprechend leichter wird. Bedeutet, wir haben hier so gut wie keinen Sticking Point. Man kann einfach durchdrücken. Und wenn er jetzt zum Beispiel komplett fertig wäre und nicht mehr weiter drücken kann, dann drückst du diese Einstiegshilfe nochmal. Einfach rauftreten. Ja, mach dir fertig. 2 Wiederholungen machen wir weiter. Komm weiter, geht schon, komm. Man kann hier helfen, wenn man will. Genau. Man kann hier helfen, wenn man will. Geht schon, komm, einer noch. Nein, einen muss noch machen jetzt. Komm, jetzt bin ich da. Geht schon. Und auf die Einstiegshilfe treten. An die Hilfe haben. Okay, hab ich. Und jetzt kann er links und rechts auslösen. Und dann aktiviert er den Load Drop und er hat jetzt um 30% weniger Last und kann noch 2, 3 Wiederholungen rausdrücken. Ja, das wird jetzt sehen. 1, 2, da geht eh gut. Ein Monster, ein absolut, ein Killer. Ectomorphic Mobility. Ability. Komm. Geht schon. Jetzt schon, komm, druck. Jetzt pumpt ihr auf, das Hemd ist schon offen. Yep. Ja, yes. Okay, und wir hätten hier abgesetzt, ne? Wir hätten hier abgesetzt. Huh. Easy. Wunderbar. Ganz kurz. Feedback ist, also, ich trainiere ja selber nach einem ähnlichen Prinzip, also eigentlich nach dem Dropset-Prinzip, weil ich mein Training so gestalten möchte, dass es in kurzer Zeit wirklich super intensiv ist. In dem Moment trainiere ich so, dass ich wirklich schwer trainiere, die Scheiben aber noch runterschmeißen muss und dann weitermache. Also hier die absolut perfekte Lösung. Es geht gar nicht besser. Und ihr habt das super toll gemacht. Also, ja, großes Lob an euch. Geile Bereicherung für Gym 80. Und wir sehen uns bald. Ich stehe auf die beiden Jungs. Wenn ihr ein bisschen was lernen wollt über Training, über Prinzipien, die Pürzelbrüder, intelligentes Training, Intelligent Strength, dann haltet euch an diese beiden Jungs, ja? Alex? Bang, bang, skit, skit. Das darfst du nicht sagen, das ist ein anderer Spruch. No bullshit, all in. Full drauf. Let's do it. Yeah, buddy. Just a peanut. Derre.